Hat niemand. Und da musste nämlich überhaupt keine Quests machen, anders als wir. Wir mussten, um diesen Leuten die Quests zu zeigen. Aber so ist awesome, das ist awesome. Schreib fuck you. Seriously? Diese dummen Pader, seid ihr am Denken? Nur weil sie vorrennen und mich anlotzen müssten. Oh. Meinst du Krieger, Pala ist awesome? Ich glaube ja. Weiß ich nicht. Vielleicht Todesritter ist. Kidding. Ich glaube, das ist gut. Ist aber auch alles nicht so schlimm, weil dann haben wir ganz viele Punkte und können sofort ganz viele Teile auf einmal umtauschen. Obwohl, es gibt wohl eigentlich nur einen Teil. Ich habe noch nie Arena gemacht, ich werde euch so runterziehen. Nee, das ist gut. Also, gut ist das nicht, aber... Nee, das ist ja überhaupt kein Risiko, weil das Dreier-Team ja noch kein Rating hat. Also zwei Krieger sind überhaupt ziemlich gut. Wenn die da so in die Burst-Phase kommen, weißt du, wenn man so Insignie und schon geschnappert hat. Ich bin mal auf die Dynamik gespannt. Der muss Tusken. Warum? Was spielst du denn? Ich muss nicht die ganze YouTube-Community sehen, wie scheiße ich spiele. Ach was? Du bist ja auch nicht der im Hauptbild ist. Ja, das bin ja ich hier. Bei mir sehen die Leute immer, wenn ich Missklicks mache und so. Ich werde übrigens eine Liste machen und mir das aufschreiben. Dann irgendwann ich einfach alles runterrattern. Was denn? Wie schlecht du spielst. Dann, wenn mich so diverse Morgenmagazine fragen, ist denn das überhaupt so? Dann packe ich aus. Ich packe jetzt aus. Da steht in der Überschrift bei der Bildzeitung: Ich packe aus. Scooby. Von mir aus. Okay, alle anderen Teile haben keinen Mehrwert. Sehen ja nur cooler aus. Und das ist mir totally genug. Oh shit, sehe ich dann badass aus. Come on. Ja, Mensch. Übel, ne? Übel. Kleider machen Leute. Alles klar, Scooby. Sag mir, wenn ready. Ich bin voll ready. Ich starte sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ach Gottchen. Oh mein, morgen stehe ich da am Bahnhof, weißt du? Coach hat ja kein Problem, ne? Er hat seine Bahnkarte immer. Ne? Nur Scooby nicht. Und kauft wieder ein Ticket für Aachen. Ich habe jetzt so oft überall schon mal wieder Aachen gelesen. Dass jemand aus Aachen kommt und so. Dass jemand aus Aachen gestorben ist. Tatsächlich jemand, der bei mir... Fallschäfte bestellt hat, kam aus Aachen. Ach was? Ja. Es kann kein Zufall sein, so von wegen, ja, wäre es eine andere Stadt gewesen, hört man das auch die ganze Zeit so gesagt, ja. Weil so viele Leute bestellen bei dir nicht. Noch nicht. Gut, noch nicht. Okay. Ich will Großmarschall werden. Das kotzt mich ja so krass an, dass es nicht mehr geht. Brauchen nur 10-Mann-Team oder 15-Mann, ne 10er. Aber wie wird denn das dann gemacht? Also wie laufen die Ränge etwa? Ich weiß nicht. Ich kill mich. Oh. Ich sehe schon, Cheesy Tactics, wir gehen down. Also, by the way, wenn ich drüber nachdenke, das ist so gefährlicher. Also Cheesy Tactics sind ja immer gefährlich für den, der Cheesy spielt, ne? Aber so ein Fast Void Ray, ne? So ein Ultra Fast Void Ray. Kommt mir ziemlich dumm vor. Ich würde mich freuen, wenn der Gegner das macht. Wenn ich Hetze habe, freue ich mich auch. Wenn ich Bersen hab, denke ich... Fuck! Du bist wieder in eine Falle getappt. Warum hielt dich der Healer nicht? Weil der Healer disconnected ist. Und dann läufst du in eine Falle. Ich muss da zurück zur Gruppe. Ach was.
Oh, Mirror Match. Hier auf den Krieger. Blöd zum Chargen. Er kann nicht mehr kritten. Ich laufe zum Pala. Pala ist gestunt. Ich unterbreche den Pala, wenn er was macht. Okay, kannst du ihn gleich noch ein bisschen kontrollen? Jo. Er hat gerade Silent Shots gemacht. 12 Sekunden habe ich meinen Stun aber wieder. Ja, ist gut. Sag mir so 3 Sekunden vorher Bescheid. Wurden benutzt. Jetzt habe ich ihn. Okay, mach ihn. Jo. Er hat auch keinen Silent Shots. Ich werde nachstunnen. Er hat mich gestunt. Hui. So, ich kann ihn dann wieder stunnen. Okay. Der Paar ist, glaube ich, auch PvE geared. Dann soll ich wieder mal switchen? Ja, mach mal. Also, wenn ich mir den mal so angucke, dann ist er toll, die PvP hier. Aber er hat so viel Mana. Mana. Wie sieht es mit dem Damage aus? Machst du bei ihm mehr? Nee, nicht wirklich. Hat Bubble gemacht? Dann hielt er mich? Ist er wieder vor. Oh. Also er hat nur nicht gecastet irgendwie. Silence. War da denn das gestunt, aber ich auch. Okay. 4. Der hat rausgetrinkelt? Nee. 10 Sekunden habe ich stun. Ja, was castet, habe ich unterbrechen. Er hat jetzt die andere Bubble. Komme ich nicht durch.
So, soll ich ihn stunnen? Kannst du mal, ja. Nice. Restun gesetzt. Das war ja mal krass, was er da noch eben hatte. Check ich nicht, sowas habe ich nicht. Was haben die denn für Stunt-Timing? Wird den Pala gestunt? Ich stand ihn ja erst gestunt. Ich hätte nur Holy Shock und das Wort. Wort der Heid. Wort der Heiden. Du musst ja mal casten, warum castet der nicht? Warum muss ich casten, der nicht? Ich hab keine Ahnung. 9 Sekunden bis dann. Caste, Junge, caste mal. Oh Mann. Sein Trinket jetzt wieder. Gut. Soll ich mal. Ich benutze den Stun einfach schon mal. Nicht genug gut. Okay, benutze. Ich benutze meine auch, dann immer beide wieder gleichzeitig. Hä? Wie ist er da rausgekommen aus deinem Stun? Er hat Trinket genommen, der Krieger. Achso, ich dachte, du machst auf dem Paladin. Nee, ich muss ein bisschen Damage okay. Loswerden. Krieger mal Involvement. So, dann ist der Diminishing Return nämlich wieder voll. Ach man, das ist ein schneller Fake hier, ich weiß nicht. Wuh, 4. Ich hab den Krieger gestern. Na, nehme ich mal kurz die Bubble. Ich bin ja immer sparsam, aber manchmal. Oh nein, ich hab. Oh. Nein, Stun auf, nicht auf den Pala gemacht. Shit. Vernunft. Mann!
Das kam mir mal super komisch vor, warum der Pader so viel Heal hat. Das weiß ich auch nicht. Ich war ein bisschen demotiviert gespielt am Ende. Nimmst du das Add-on? Ich brauche Add-ons. Warum nimmst du Omen? Weil es ein Akkometer ist. Oh, weil es ein Akkometer ist. So, ich will mal Comet-Log gucken. Was versuchst du zu finden? Was genau der zum Healen genommen hat, weil es kann ja nur. Holy Shock und das Wortdings da sein. Wort der Herrlichkeit. Dann will ich wenigstens wissen, wie viel das bei ihm hielt. Gewinnt durch heiliger Schock ein heilige Kraft. Ja, okay. Okay. Macht meiner auch. Er hat nur 10 mehr gemacht. Ewiger Ruhm? Lucky Bitch. Da bin ich Holy Power wieder gekriegt. Ey, das soll nicht automatisch durchlaufen. Nein, böser Shit. Ich will. Nein. Ja, whatever. Weiß nicht, was da war. Und warum hat er so viel Mana gehabt? Keine Ahnung, wenn sie ist straight Intelligenz gegangen mit Sockeln und so. Kann das so viel ausmachen? Nee. Wie viel Socke hat man? Vielleicht 7 oder so oder 6.
Also maximal 6x40. Immer maximal 4.000-5.000. 12 Sockel. 12 Sockel? Als im PvP-Set? Wenn der Schmiedekunst hat zum Beispiel, ja. Stimmt, mehr Sockel als ich gedacht habe. Okay, wenn er wirklich alles auf Intelligenz macht, dann hat er so viel Mana. Dann müsste er aber auch deutlich andere Nachteile in Kauf nehmen. Dann müsste sein Holy Shock auch stärker sein als deiner, oder? Ja, eigentlich schon. Das spricht wieder gegen die Intelligenz. Die arme Intelligenz. Wenn man Glück hat, kann man ein Teil craften. Ein einziges. So. Was ist das? Bitteschön. Muss mir jetzt nicht immer ein Teil geben. Der Rest sind dann passt. Boah, ich will keine Möwe mehr haben. Ich weiß nicht, woran das lag. Das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Der auch eine Mana-Regeneration wie ein Teufel wert. Hast du denn da an ihm genauso wenig Damage gemacht wie an mir? Ja. Seltsam. Tag ich einfach nicht. Jetzt kommt bitte kein Kommentar. Sorry. Der hat besseres Equip gehabt, hat er nämlich nicht. Okay, was sollten wir hier versuchen? Um Feral? Ich glaube, um Feral war das. Ja. So. Siehst du schon was? Ich weiß, wo uns liegen könnte. Oh Mann, wie ich jetzt hier immer kritte. Weil dann kann man ja einen Insta-Lichtblitz machen. Da muss ich natürlich mal dran denken. Sei doch froh, dass ich es gefunden habe, Mensch. Du bist so ein Pessimist. So zum Beispiel. Ding, ding. Whatever. Pessimist. Nee, ich gehe darauf nicht mehr ein. Weil du ein Pessimist bist. Nein, wenn du ein Noob bist. Ah, ich hab Schlangen ausgelöst. Nee, dann hast du halt selber Schuld jetzt, ne? So. Das ist halt so, wie ich sehe. Sag, wenn ich ein Feral stun soll. Stun ist eine gute Idee. Ich nichts durchgekriegt habe, nicht mal meine Bubble ist angesprungen. Mann! Die Stunts kamen dann niemals vom Hunter. What the fuck? Warst du auch gestunt? Ich war immer gestunt. The fuck? Schon gewonnen, warum du niemand gestunt hast? Nee, mein Stun ist auch nie losgekommen. Ich hatte Stun auf dem Pharaoh gemacht und den Waffen dann auf dem Hunter, als der vorbeilief. Aber irgendwie kam das nie an. Deswegen konnte ich mich wahrscheinlich nicht bewegen, weil ich gestunt war. Also immer nur so super kurze Stunts, aber halt genug. Oh. Shitty, cheesy Tactics.
Früher oder später werden wir DPS-Kombos lieben. Und die einzigen sind, die down gehen. Ja. Boah, da räumst du jetzt auf. Mhm. Boah, das ist echt für alles hast du. Hotkey. Genau. Profi. Profi.